Hallo, was geht? Schon jemand am Start? Also, außer die üblichen Verdächtigen, die irgendwie immer am Start sind. Wie auch immer die das machen. Und gibt's irgendwas Spannendes, was heute passiert ist? War irgendwas? Beleg gerade. Der eine Typ aus John Wick ist gestorben, habe ich gelesen. Also Real Life. Nicht in Movie. Was sonst irgendwas passiert noch? Glaub nicht. Glaube nicht. Nö, nichts Spannendes. Außer dass wahrscheinlich wieder fünf neue JavaScript-Frameworks erfunden wurden heute und keine Ahnung, Dinger. Und neue AI-Frameworks. Fünf neue JavaScript- und AI-Frameworks sind heute entstanden. Gibt's jetzt eine GTA-Version, die einen Runner hat? Ja, Moment, da war doch irgendwas. Die wurden doch. Warte mal, wie war das denn? Da gab's doch so ein Mini, so einen Mini-Skandal gab's da doch letztens. Irgendeine Firma aus Hongkong, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, irgendeine Firma aus Hongkong hat doch da jetzt irgendwie so was übernommen. Und ich krieg's nicht mal genau zusammen, was da gewesen ist. Aber irgendwas haben die China-Chinesen jetzt mit GTA zu tun. Codeberg hat's geforkt, ja. Die waren leider so blöd und haben dem Ding einen Namen gegeben, was keine Sau versteht und aussprechen kann. Ich hab schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Ja, also es ist irgendeine Firma aus Hongkong, glaube ich. Eine China-Chinesen-Firma, die jetzt bei GTA mit reinhängt. Und wie gesagt, ich krieg's nicht mal genau zusammen. Die wollen jetzt genau kommerziell irgendwas machen. Aber mal gucken, ob da überhaupt irgendwas Nennenswertes passiert. Guck mal. Gibt's da jetzt eine. Ach, hier, guck mal, 19, Version 19. Haben die Changelogs? Silverclaws, danke schön für den Sub. Okay, lass mal kurz hier Breaking, Breaking, Breaking. Ja, schön. Und wo ist das mit dem Runner? Run. Action? Das heißt wahrscheinlich einfach Action. Implement Actions. Naja, eigentlich ist es eine ganz coole Geschichte, weil GitLab ist so krass bloated mittlerweile. Meine Augen, Alter. GitLab ist so krass bloated mittlerweile. Und braucht irgendwie 85.000 Terabyte Speicherplatz und RAM, dass es überhaupt ordentlich läuft. Also. Kubernetes-Meme-Vorschlag. Oh, das ist wieder so Memes, die nur lustig sind für die Amis, weil wir den Kram ja auf Deutsch verstehen. Das ist so ein Ding. Ich glaube, in Deutschland kannst du so über diese der Untergang Memes nicht lachen, weil du halt das Original verstehst. Das ist genauso wie die Spanier wahrscheinlich nicht über die ganzen El Risitas Abwandlungen lachen können, weil die den Typ verstehen.
Mein Gott, warum machen die eigentlich alle so hässliche Seiten, so nicht Dark Mode Seiten? Warum macht man sowas? Ich habe übrigens, hat mal jemand von euch Revolut ausprobiert? Ein Webservice. Ich muss mal mich immer mal ein bisschen dran erinnern, dass ich eigentlich IT-Mensch bin und die Sachen auch ordentlich nennen kann. Ich meine, man sagt immer so schnell, das ist eine App, das ist aber eigentlich verkehrt. Letztendlich ist es ein Webservice mit unter anderem einer App. Und da kann man sich Visa und Mastercard One-Time-Use-Karten beziehungsweise zusätzliche Kreditkarten generieren lassen. Was sehr nice ist, weil vielleicht willst du ja nicht, dass jeder dahergelaufene Service deine Main-Kreditkarte kann. Ja, das ist wirklich cool hier. Ich weiß jetzt halt nicht, die hatten letztens einen Data Breach. Das meine ich, ja. Die hatten letztens irgendeinen Leak. Ist noch gar nicht so lange her, ein halbes Jahr ungefähr. Das heißt, so wirklich trauen tut man, das sollte man denen nicht. Aber Kreditkarten generieren ist halt praktisch. Du kannst Single-Use-Kreditkarten generieren oder neue Multiple-Use. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet für irgendwelche Trial-Accounts. Ich habe mir nämlich einen Trial-Account gemacht. Ich habe mir einen Google Cloud Trial-Account gemacht. Auch mit neuer E-Mail-Adresse und One-Time-Kreditkarte. Das ging erst nicht. Google hat gesagt, das ist irgendwie nicht, läuft irgendwie nicht durch. Aber dann konnte man auf doch freischalten und an den Support wenden irgendwie schreiben. Und das war nur ein Button. Und jetzt irgendwie einen Tag später hat Google sich dann gemeldet, hat gesagt, nö, alles okay. Hier haben Sie Ihre $300 Google Cloud Trial Zeug. Das ist ja nicht die erste Google Cloud Trial, die ich habe. Aber ich mache ganz gerne immer neue Google Cloud Trials, weil ich lasse ja da nichts Produktives laufen. Ich übe und bastle ja wirklich nur rum. Und ich habe keinen Bock, 650 Euro für ein Google Kubernetes-Cluster im Monat zu bezahlen. Ne, es muss ja nicht sein. Also, zeig mal. Was hat dann? Wie spricht man das eigentlich aus, Leute? Gitea? Gitti? Git? EA? One-Time-Kreditkarten gibt's auch. Ja, das ist ja alles schön und gut. Aber ich fahre nicht an die Tankstelle. Du sagst Git-T, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich die sinnvollste Aussprache. Poggers. Gitte, ah. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Shit, wird hier immer besser, Chat. Okay, dann lass uns mal angucken, was Shit für neue Sachen hat. Ich find das tatsächlich ganz nice, dass sie jetzt einen Runner haben. Weil entweder benutzt man GitHub und ist glücklich. Aber man ist halt komplett in der Cloud. Also, wenn man das haben will, oder wenn man da nichts dagegen hat, kein Problem. Also, ich benutze eigentlich für nahezu alles GitHub und sei es nur private Repos. Ich habe allerdings auch ein lokales GTA noch bei mir. Für irgendwelche Quick and Dirty Sachen mal schnell pushen und so, wo ich nie die Absicht habe, dass es irgendjemand sehen soll, außer mir. Ja. Stimmt, genau, ja. Und Autopilot und ChatGPT gegen deine Software trainiert wird. Ja, gut, ist halt so. Weiß gar nicht, haben die irgendwas dazu gesagt? Die bei GitHub auch
private Repos zum Trainieren ihrer AI-Geschichten benutzen? Wisst ihr da was? Wie? Also, ich meine, im Zweifelsfall machen die das, ja? Keine Frage. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie sich zurückhalten. Aber sie werden es wahrscheinlich keinem erzählen. Naja, gut. Also, lasst uns mal angucken. Wie gesagt, ich finde es ganz nice. Ja, für ChatGPT und Copilot und alles Mögliche. Nein, hatte ich nicht. Aber meine Stonks, ich guck mal kurz rein. Scalable. Hallo? Scalable. Meine Stonks sind, na, ich glaube, die sind sogar wieder 100 Euro hochgegangen. Ja, ein bisschen. Aber immer noch minus 1717 Stonks Euro. Null. Okay, dann gucken wir uns RWX Cock. Toller Name. Kann ich gleich was zu sagen? So, aber wir gucken uns mal kurz die Release Notes an. Ah ja, und da kann ich auch die Frage beantworten, wofür man Runner verwendet. Also, um das jetzt nochmal. Steht für Clash of Clans. Ach so. Also spricht man es nicht Cock aus. Nice. Naja, man weiß ja nicht, ne? Wir hatten mal bei uns auf der Arbeit irgendein Projekt, das hieß auch COC. Und ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das stand für Code of Conduct oder so. Das war was wie Verhaltensregeln oder sowas, ja. So, da hatten wir mal ein Projekt bei uns auf der Arbeit und die Projektmanagerin, die hat immer gesagt, irgendwie, und wie steht es um Projekt Cock? Und alle haben sich immer nur gedacht, ach, Alter, sprecht das halt nicht so offensichtlich aus. Was macht Projekt Cock? So, also, was macht Projekt Shitea? Ich finde es ja gut, wie gesagt, um das nochmal kurz auszuführen. Wenn man kein Problem damit hat, alles in die Cloud zu packen, auch sein Source Code, ist man bei GitHub eigentlich rundum zufrieden, finde ich. GitHub hat ein paar Vorteile, die so, finde ich, die anderen nicht haben. Das erste offensichtliche ist, du musst dich überhaupt nicht drum kümmern. Also GitHub ist halt einfach da und GitHub ist bis auf ja, wenige Ausnahmefälle eigentlich auch immer ab. Also gibt eigentlich ganz selten was, dass GitHub mal down ist. Aber kommt ab und zu vor. Also das ist wirklich der erste Vorteil. Das Ding ist halt einfach da. Du musst dich nicht drum kümmern. Der zweite Vorteil ist bei GitHub, es ist einfach. Ich meine, es hat schon mittlerweile ein paar Tiefen, wo man in Menüs rumklicken kann. Aber ganz im Ernst, GitHub Actions ist easy. Das Freikontingent bei GitHub ist auch nicht verkehrt. Ich bin auch nie an das Limit vom Freikontingent gestoßen bei GitHub. Jeder auf der Welt verwendet GitHub, was natürlich auch zum Austauschen und Share nicht schlecht ist. Und GitHub ist einfach easy zu benutzen. Wie gesagt, gerade GitHub Actions. GitHub Actions ist eine super Geschichte. Und du hast eine Container Registry. Du hast, finde ich, GitHub ist, wenn man kein Problem damit hat, dass es in der Cloud ist, ist die beste Kombination aus einfach und alle Features, die man braucht. Du hast eine Container Registry, du hast GitHub Actions. Und du hast deine Source Code Repo. Du kannst natürlich noch weitere Sachen machen. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit,
große Files abzulegen und solche Dinger. Gibt ja richtig viele Feinheiten, Codespaces, um im Browser zu entwickeln und so. Ist schon cool, was die eigentlich im Prinzip alles kostenlos bieten. Aber wenn man kein Problem hat, dass es in der Cloud ist, ist GitHub, finde ich, die beste Variante. Das andere Gegenstück dazu ist GitLab. GitLab kann man auch in der Cloud verwenden, natürlich, keine Frage. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe nicht genau, warum die Leute damals, als Microsoft das übernommen hat, reihenweise abgesprungen sind von GitHub und zu GitLab. Das war ja, glaube ich, der größte User-Ansturm, den GitLab je irgendwie erlebt hat. Es gab noch Bitbucket zwischendurch von Atlassian. Ich meine, es gibt es auch immer noch zum Selbsthosten, ja. Aber Bitbucket ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast, habe ich den Eindruck. Ist Bitbucket eigentlich Open Source? Nee, gell? Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Das sieht sehr China-Chinesen-mäßig aus. Was zum Teufel soll das sein? DevOps. Enterprise Edition. Alles klar. China-Chinesen-Zeug. Ist das China-GitHub? Komm, wir lassen es mal übersetzen. Ich gehe davon aus, dass die Seite nicht auf... Okay. Alles klar. Code eats the world. Tools change efficiency. Alter, das China-Chinesen-Ding geht da richtig ab. Alles klar. China-Chinesen-Zeug. Das ist das... Das China-GitHub. Und wenn man sich da registrieren will, dann geht das wahrscheinlich auch nur auf Chinesisch, oder? Moment, continue with GitHub? So, also, wir gucken uns jetzt mal die Release Notes dafür an. Ja, das Gegenstück zu GitHub ist ja im Prinzip so ein bisschen GitLab, wo die Leute halt reihenweise hingeflitzt sind. Und ich weiß bis heute nicht, warum die Leute alle so zu GitLab sind. Die hatten übelst Schiss, als Microsoft den Kram übernommen hat. Ah, gut, ich meine, vielleicht auch ein bisschen zu Recht, wenn man sich überlegt, dass quasi der gesamte Source Code durch Codepilot und alles durchgelaufen ist. Okay. Aber so im Nachhinein ist die große Apokalypse bei GitLab ja ausgeblieben. So. Also das heißt, für mich... Wenn ich was in der Cloud verwende, dann verwende ich GitHub und fertig aus. Wenn ich was selbst hosten will, da kommt jetzt halt Shit her ins Spiel. Da muss man halt sagen, ist GitLab viel zu fett mittlerweile. Es ist recht easy zum Laufen zu bekommen mit Default Settings. Es gibt einen Helm-Chart für Kubernetes zum Beispiel, kannst du reinklatschen, aber da hast du ein Problem, dass der Runner nicht richtig funktioniert und sowas. So ein bisschen umdenken. Aber man muss sagen, GitLab selbst hosten ist riesen, riesen bloated Mist. Deswegen habe ich lokal auch ein GTA laufen. Und nachdem die jetzt auch einen Runner haben, und ich weiß nicht, ob die eine Container Registry mittlerweile haben. Anscheinend, Chat sagt, die haben eine. Dann ist das wirklich eine gute Alternative. Und ich würde sagen, das müssen wir dann unbedingt mal ausprobieren. So. Ja, um jetzt mal... Um jetzt das mal zu erklären, was man mit einem Runner macht.
Naja, damit runnt man was, damit führt man was aus. Nice. Gut, ich glaube, damit kannst du nichts anfangen. Ich zeig dir mal ein Beispiel, was man mit einem Runner macht. Ein Runner ist ja eigentlich nur ein Wort, was überall verwendet werden kann, wo was ausgeführt wird. Man muss das im Kontext sehen. Und zwar im Kontext... Im Kontext von Softwareentwicklung. Und in dem Fall geht es darum, dass wenn man zum Beispiel neuen Source Code in sein Repo pusht, ich zeige euch gleich ein Beispiel, ja. Wenn man neuen Source Code in sein Repo pusht und dann möchte man ja vielleicht, dass automatisch ein paar Dinger passieren. Und diese Dinger, um es jetzt mal ganz abstrakt zu sagen, und diese Dinger müssen irgendwo ausgeführt werden. Und die werden in einem Runner ausgeführt. Also, zum Beispiel, schauen wir uns mal was an, was ich auf GitHub habe, aber kommt ja aufs Gleiche raus. Wir haben jetzt, ich habe jetzt die Five-Header-Organisation, hat das übrigens ein Logo. So, guck mal. Ich habe hier so eine kleine Beispiel-App gebaut, die nichts macht, außer Hello World auszugeben oder Q-Chat auszugeben oder sowas. Ist auch egal. Zumindest, ich will, dass immer, wenn hier ein neuer Versionstag gepusht wird, ihr seht, ich habe hier schon ein paar Tags gepusht, immer wenn ein neuer Versionstag gepusht wird, dann will ich, dass ein neues Package gebaut wird und in die Container Registry gepusht wird. Unter hier diesem Namen. So dass ich dann Docker Pull machen kann oder Kubernetes Image Update oder was auch immer. Und dann wird quasi das Container Image von meiner App automatisch erzeugt und kann verwendet werden. So, und das sieht dann so aus. GitHub Workflows, Docker Image bauen. Das ist die Definition, was der Runner ausführen soll. Und zwar, das ist jetzt GitHub Actions, das hat jetzt mit GTA nichts zu tun. Aber ich vermute, dass es in GTA relativ ähnlich aussieht. Und in GitLab sieht es auch relativ ähnlich aus. Das ist alles YAML Engineer Time. So, und da kannst du dann zum Beispiel sagen, guck mal da, jedes Mal, wenn ein neuer Tag gepusht wird, da habe ich Tags gepusht, jedes Mal, wenn ein neuer Tag gepusht wird, dann führe das hier aus. Leute, das ist noch ein übersichtlicher Job, das geht noch viel komplizierter und länger, ja. Man könnte damit zum Beispiel auch Syntax-Checks machen, Tests laufen lassen und solche Geschichten. Das ist jetzt wirklich nur die allersimpelste Variante. So, und wenn ein neuer Tag gepusht wird, also quasi jeder Tag, der mit V anfängt und dann irgendwas hinten dran kommt, also zum Beispiel V0010 oder sowas, ich muss sagen, ja, dann führt er das aus. Und zwar definiert man, wo er es ausführen soll. Auf GitHub gibt es 3 verschiedene VMs. Die sind übrigens alle kostenlos. Bis zu, frag mich nicht, 500 Stunden im Monat oder so. Oder 500 Minuten oder... Es ist auf jeden Fall relativ viel. Also es gibt Ubuntu, es gibt Windows und es gibt, glaube ich, Mac. Wo man das drauf laufen lassen kann. Also es sind echte VMs, die man hier bekommt. Die wird im Hintergrund gestartet. Und dann werden folgende Jobs auf dieser VM ausgeführt. Als erstes wird das ganze Repo ausgecheckt, beziehungsweise halt der Repo-Inhalt wird auf die VM kopiert. Dann wird sich angemeldet in der GitHub Container Registry. Als Secret wird hier das aktuelle GitHub Token verwendet, was automatisch in so eine Action bereitgestellt wird. Dann wird das Image gebaut und dann wird das Image in die Container Registry gepusht. Und das heißt, bei jedem Tag, also jedes Mal, wenn ich einen neuen Tag pushe, dann wird quasi eine neue Version gebaut von dieser App, die ich dann benutzen kann. So, und das muss in einem Runner laufen. Und das haben die jetzt anscheinend auch. Also das ist ein neues Feature bei GitHub, dass die jetzt anscheinend auch sowas implementiert haben. GitLab hat sowas schon lange. GitLab hat GitLab CI. Sieht relativ ähnlich aus zu dem, was GitHub Actions... Alter, warum ist kein Dark Mode Default? Das ist immer ganz schrecklich.
Hier, Docker. Gucken wir uns das Beispiel an. Ihr seht, das sieht relativ ähnlich aus für GitLab. Image, Docker, Latest, bla 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 bla. Ich persönlich muss sagen, ich finde GitHub Actions das simpelste von diesen CI-YAML-Definitionen. Gibt sicherlich noch bessere oder noch einfachere, aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht jedes Continuous Integration System ausprobiert. Und die machen hier, guck, du siehst hier, die machen im Prinzip genau das Gleiche, nur ein bisschen anders. Ja, und anscheinend haben die bei GTA jetzt auch sowas. Das Coole an GTA ist, dass es relativ leichtgewichtig ist. Im Blog sind, in diesem Post sind Screenshots. Gucken wir uns gleich an, gucken wir uns gleich an. Ich will nur mal schauen, was die sonst noch in der neuen Version haben. Also, das ist relativ leichtgewichtig. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann ist GTA selber ein Fork, und zwar von GOX. GitHub GOX. Nee, GOX. Was auch so ein Git Web Interface ist. Das ist aber schon ein paar Jahre her, wo die davon geforkt haben. Haben Sie eine Sekunde, um über Jenkins zu sprechen? Ja, was soll ich über Jenkins sagen? Ich persönlich finde Jenkins eigentlich ganz nice. Es liegt aber auch daran, Jenkins war so das erste wirklich bekannte. Aber Jenkins ja auch nicht. Hudson war ja noch der Vorgänger von Jenkins. Ich zeige euch das mal. Wer das noch nicht gesehen hat, das mit diesem komischen Dude da. Butler oder was das sein soll. Ich mag Jenkins. Es liegt aber hauptsächlich daran, weil damals, als das neu war, war Jenkins ja so das Einzige, was es gab. Und ich habe damals relativ viel mit Jenkins gebaut. Mittlerweile, wir haben sogar intern immer noch einen Jenkins von damals stehen. Der macht aber nicht mehr wirklich viel. Aber ich finde Jenkins insofern ganz nice, weil du mit Jenkins einfach alles machen kannst. Das musst du aber halt von Hand machen. Also du kannst in Jenkins jeden nur erdenklichen Job erstellen zur Automatisierung. Das muss nicht zwangsläufig irgendwas mit Source Code direkt zu tun haben. Also du könntest in Jenkins auch einen Job erstellen, der deine Kaffeemaschine anschaltet, wenn die eine API hat. Also insofern ist Jenkins schon ganz nice. Es ist halt ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gibt jetzt ja Jenkins X oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, was das mit Jenkins noch zu tun hat. Was auch immer. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich bin mit GitHub Actions echt zufrieden. Meistens braucht man ja auch nicht Berge an Automatisierung bei einem Push. Du willst ein Image bauen, du willst vielleicht ein paar Tests laufen lassen. Also, ja, es hält sich ja meistens in Grenzen. Deswegen finde ich GitHub Actions ist das Beste aktuell. Ich gehe gleich durch den Chat durch, Leute. Ich bin ein bisschen hinten dran. Okay, so, und die haben jetzt auch einen Runner. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Also sprich, das ist eine leichtgewichtige Alternative zu GitHub. Hat auch relativ viele Sterne. Und ich glaube, das ist alles in Go. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ja. Das heißt, es ist zwar nicht blazingly fast, written in Rust, aber es ist auch in einem der coolen Programmiersprachen programmiert. Und es ist relativ easy.
Also du kannst dir, jetzt passt mal auf, man kann das, glaube ich, sogar runterladen als Single-File und starten. Alter, die hören ja gar nicht mehr auf hier. Ja, gut, guck. Ich kann das als Single-File runterladen. Wo ist der Linux? Als Single-File runterladen und starten und es funktioniert. Ich meine, seriously, 113 MB. Da lacht sich. Ne, wir spielen heute gar nicht mit Kubernetes rum. Heute schwätzen wir einfach nur ein bisschen. Da muss ich mal überlegen. GitLab, wenn du GitLab selbst hosten willst, du brauchst 8 verschiedene Container oder so. Oder noch mehr mittlerweile. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Ja, stimmt, das kannst du mit GitHub Actions auch machen, aber Jenkins ist insofern halt cool. Du willst wahrscheinlich nicht, dass deine Kaffeemaschinen-API aus dem Internet erreichbar ist. Und halt so ein Webinterface mit einem Button, Kaffee machen, das so einfach wie mit Jenkins kriegst du das mit GitHub Actions nicht hin. Aber für alles andere, was irgendwas mit Source Code und Packages bauen, Tests ausführen, sowas zu tun hat, finde ich, ist GitHub Action komplett ausreichend. Und so einfach zu bedienen, dass es einfach das Beste ist aktuell. So, jetzt gucken wir das mal kurz durch. Also bla 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 bla. GTA-Actions haben sie jetzt am Start. One of the biggest requests of all time has finally made it into GTA. Okay. Tja, was wir mal kurz machen. Wir probieren das jetzt mal aus. Mal ganz kurz, 5 Minuten. Wir laden das runter und starten es. Lass mal kurz durch. Register a runner. Act runners are the only option. Was für Dinger? Ach, Act. Act ist GitHub Actions, ne? Das kenne ich. Das ist GitHub Actions für lokal. Ja, das ist eine gute Wahl. Das ist sehr schlau von denen, dass sie GitHub Actions geklont haben. Die haben GitHub Actions kopiert. Was sehr schlau ist, weil GitHub Actions, finde ich, das angenehmste System ist. Okay, GTA Workflows. Okay. It is now possible to view ASCII cast files. Aha, auch cool. Die müssen halt nur aufpassen, dass es nicht komplett ausartet, dass GTA quasi dass GTA quasi so neues GitLab wird mit bloated. Hä? Package Res Registries? Ah, okay, die haben nicht nur eine Container Registry, da kannst du dann quasi auch deinen eigenen Cargo-Server mit hosten oder sowas. Was findest du an GitLab bloated? Naja, allein schon, dass du 12 Container brauchst oder so, wenn du starten willst. Du brauchst GitLab Server, du brauchst GitLab Sidekick, du brauchst GitLab XYZ, Git dies, Git das. Also GitLab ist richtig fett, wenn du es installieren willst. 85 Services, die da gestartet werden müssen. Braucht auch viel RAM und Disk Space. Also GitLab selbst ist ziemlich fett. Ich meine, wenn du den Hosted Service verwendest, also GitLab.com, dann ist kein Ding.
Wir probieren das jetzt nicht aus. Mach ich in einem der nächsten Streams. Ich bin gerade zu im Halbschlaf schon. Pre-Build BSD Binaries Note Warning. Ja, finde ich, ist eine coole Alternative. Kann man sich mal angucken. Machen wir. Ich mag hier. Machen wir im nächsten. Machen wir in einem der nächsten. Machen wir vielleicht sogar direkt im nächsten Stream. Finde ich eine coole Sache. So. Also. Max, weißt du, wie der Arbeitsmarkt für Beginner gerade ist? Das beste Zeit, also in der IT, meine ich jetzt, ja. Es gab wohl keine bessere Zeit, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, als jetzt. Also Leute, IT-technisch ist aktuell wirklich das Beste, was es gibt, ja. Kann man nichts sagen. Also musst dir keine Sorgen machen. Kennst du gerade ein Tool, welches falsche Zeichen aus Dateien rausnehmen kann? Sind etwa 200 Gigabyte. 200 Gigabyte ordentlich. Grep wird dir nichts bringen, weil es zeilenweise ist. Du könntest wirklich was mit Seed basteln, wahrscheinlich, wenn es nur einzelne Zeichen sind. Ansonsten. Ja, 200 Gigabyte ist schon ein bisschen was. Also, mir fällt jetzt kein Search and Replace Tool ein, was super, super prädestiniert wäre dafür, das zu machen. Also, ich meine, mit einem Shell-Skript oder mit ein paar Sachen geht das relativ einfach. Du könntest einen Find machen für alle Dateien und dann das in Seed öffnen und das da durchjagen. Seed-i für in-place editieren. Also, mit Seed kannst du ja quasi auch die Datei direkt ändern. Das funktioniert, musst du ein bisschen aufpassen mit Escapen, beziehungsweise am besten den Seed-Ausdruck in Single Quotes machen. Da musst du dir ums Escapen keine Gedanken machen. Musst dann aufpassen, dass du die Datei nicht einfach kaputt machst. Kannst du nicht auch ein Skript basteln dafür in irgendeiner anderen Sprache. Aber mit Seed müsste das schon funktionieren. Na, AWK eher weniger in dem Fall. Ich würde es tatsächlich mal mit Seed probieren. AWK ist nochmal eine Nummer mehr High IQ als Seed. Aber das sollte relativ easy sein. Also, so mal als Beispiel, ja. Nur so, dass du mal auf die Schnelle gesehen hast. Also, mal angenommen, du hast jetzt hier Echo 1, 2, 3 und du willst jetzt da drinnen. Du willst jetzt da drinnen was replacen, oder du willst die 1 löschen, dann wird das so aussehen. Guck, ist eigentlich relativ easy. Ich würde dir empfehlen, mach das immer in Single Quotes, sonst hast du Probleme mit Escapen. Also, das hier ist der Ausdruck für Search and Replace. Zwischen die ersten Slashes kommt das, was du suchst, in den zweiten Slashes kommt das, was du replaced. So, jetzt replacest du 1 durch 5. Es funktioniert auch an mehreren Stellen. Musst du dir nur noch überlegen, wie du deine Files in Seed reinbekommst. Du siehst, Seed macht standardmäßig Standard-Input, Standard-Output. Aber du kannst auch Seed-i verwenden. Also machen wir mal hier Echo 121 blub.txt. Du kannst quasi, also hier guck, siehst du hier, steht jetzt 121 in der Datei. Du kannst aber auch sagen, Seed-i in place edit. Und jetzt hast du die Datei editiert. So sieht das Ganze aus. Wenn du jetzt eine größere File-Struktur durchsehen willst, ich bin übrigens sicher, ob das recursive. Nee, hat's nicht. Da musst du mit Find ran. Da müsstest du dann quasi irgendwie Find machen und dann eine Schleife drüber und das dann irgendwie an Seed übergeben. Vielleicht geht auch X-Arcs. Ich bin mir da gerade auf dem Kopf nicht sicher.
Das stimmt. Ich habe es letztens wieder ausprobiert. Ich habe versucht, das Ding Kubernetes Cluster zu installieren. Für was steht SEED? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Gucken wir noch mal. SEED, Linux, Wikipedia. Gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu? Der Stream Editor. Alles klar. Die POSIX-Brees. Wer macht denn sowas? Wenn man was will, was aussieht wie 1995, wobei ich nicht weiß, sich mittlerweile besser aussieht. Genau, das war doch eigentlich ursprünglich sogar ein Code Review Tool, ne? Wenn man was aussieht wie 1995, ist man da genau richtig. Wirst du deinen jetzigen Arbeitgeber verraten, wenn du bei einem neuen anfängst? Also, das kann man jetzt ja auch falsch verstehen. Verraten heißt ja so viel wie hintergehen. Also, ich werde den weder hintergehen, noch werde ich verraten, wo ich gewesen bin. Ja, kann ich verstehen. GitLab selber hosten ist wirklich Pains Champ. Was ist eine Container Registry? Was macht man damit? Shifter, bist noch da? Also, hast du mal Docker verwendet? Dort, wo die ganzen Container-Images gespeichert werden. Dort, wo die ganzen Docker-Container quasi gespeichert werden. Was ist eine Container Registry? Es ist nicht mal ganz korrekt, wenn man sagt, Docker-Container. Genau genommen sind es ja OCI-Container. Aber jeder sagt Docker-Container und jeder weiß, was damit gemeint ist. Eigentlich sind es auch keine Container, sondern Images. Eigentlich sind es OCI-Images oder OCI-Container-Images oder wie auch immer. Aber es ist klar, was gemeint ist. Was macht man mit einer Container-Registry? Der Desktop ist ordentlich, seit ich auf Windows 11 bin. Ich habe ja einen neuen Rechner gekauft und Windows 11 installiert. Und seitdem ist der Desktop halbwegs ordentlich. Aber nicht lange. Das da wird schon wieder ein bisschen was dazukommen. Das sind doch die, die das geforkt haben, weil sie angeblich die Guten sind, oder? Bringe ich das jetzt durcheinander? Browser-Tabs sind leicht eskaliert. Naja, ich mache halt so selten den Kram zu. Wie viele Tage noch am alten Arbeitsplatz? Die Woche und nächste Woche. Also quasi, also 5, 6 Tage hier wahrscheinlich frei. Was sagst du zum GPT Doomerism? Oh, das ist ein geiles Wort, Alter. Doomerism können nur Zoomerism machen. Richtige Doomer-Zoomer. Also, ich halte davon nichts. Ich glaube, es ist nicht wirklich gut abzuschätzen aktuell, was das alles genau heißen wird in der Zukunft. Ich denke eher,
dass es besser ist. Wäre übrigens es damals bei Dampfmaschinen und der Interneterfindung auch gewesen. Gut, Interneterfindung war... wäre es damals bei Dampfmaschinen auch gewesen. Also ich denke, es ist besser, anstatt den Weltuntergang zu prophezeien, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was man damit machen kann. Zu gucken, wie es einem selbst das Leben erleichtern kann. Zu gucken, ob es einem vielleicht selbst Arbeit abnehmen kann. Ob man vielleicht für sich selbst irgendwelche Zukunft im AI-Bereich sieht. Ich meine, es hat keinen Sinn, jetzt den Weltuntergang herbeizureden oder das quasi zu ignorieren oder verbieten zu wollen oder abschaffen zu wollen. Also, das wird eh nicht funktionieren, weil es ist egal, ob das dir, ich sage jetzt mal so theoretisch, ne, dir persönlich nicht gefällt, das wird eh kommen. Das wird eh gemacht werden. Wie man jetzt auch schon sieht. Und nur weil jetzt irgendwelche Leute denken, die Welt geht unter oder haben da keinen Bock drauf oder wollen es nicht haben oder wollen es reglementiert haben oder wollen irgendwelche, habe ich ja schon letztens in irgendeiner Talksendung gehört, einen Ethikrat für AI und sowas. Das können wir uns auch nur in Deutschland ausdenken, oder? Richtig, richtig Pepega-Shit. Wie kommt man auf solche Ideen, Mann? Ein Ethikrat für AI. Was sollen die dann machen? Ist das irgendeine super teuer bezahlte Position, wo du dann irgendwelche Leute wieder abstellen kannst hin mit 150.000 Euro im Jahr, Jahresgehalt? Plus Bonus. Und weil es sonst nirgends, wo man unterkriegst. Blödsinn, also. Das Einzige, was du machen kannst, sinnvoll betrachtet, ist sich ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen und sich überlegen, was kann man selbst, oder wie kann man da selbst so einen Vorteil draus ziehen? Und ansonsten, es ist unglaublich schwierig abzuschätzen. Also ich denke, was wir sagen können, ist, dass es auf viele Bereiche Einfluss haben wird. Dieses AI wird das alles ersetzen, das glaube ich nicht. Also gerade ChatGPT faked sich ganz gerne was zusammen und ich denke im Bereich der Softwareentwicklung, du kannst vielleicht in Zukunft so Fleißaufgaben versuchen damit zu automatisieren, ja. Zum Beispiel, ich habe eine .NET-Anwendung, die noch auf Framework 4.8 basiert. Schreibt mir das mal um in eine Anwendung, die auf .NET 7 läuft oder sowas. Das könnte man vielleicht ChatGPT machen lassen in Zukunft. Man muss dann halt immer überprüfen, ob das auch wirklich das macht am Ende immer noch, was die Software machen soll, weil das macht ChatGPT halt gerne. Das fantasiert sich halt Zeugs zusammen. Und schreibt die halt so hin, als wären es Fakten. Das merkt man wunderbar, wenn man zum Beispiel fragt nach irgendwelchen Kommandozeilentools und sich das da ein bisschen genauer erklären lässt und sowas, da kommen dann ganz merkwürdige Sachen bei raus. Ist halt noch am Anfang. Ich meine, wenn man sich überlegt, was sich da jetzt die letzten paar Jahre getan hat, und sicherlich schon dabei sind, dass ChatGPT sich selbst verbessern kann. Da müssen wir gucken, was rauskommt. Also ich gehe davon aus, dass es Auswirkungen auf sehr viele Bereiche haben wird. Es gibt viele Bullshit-Jobs, die eigentlich keiner braucht. Ob die wirklich durch AI ersetzt werden? Tja. Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass es in Zukunft deutlich weniger Jobs geben wird. Also, es werden manche Berufsgruppen komplett wegfallen, ja. Es wird in Zukunft keine Bergbauarbeiter oder sowas mehr geben. Und es gibt auch weniger Leute, die am Fließband arbeiten und sowas. Werden schon einige Berufsgruppen wegfallen. Im gleichen Zuge wird es allerdings auch neue Jobs geben. Allerdings wahrscheinlich nicht in diesem Maße, wie
das dort wegfällt. Also mal angenommen, du brauchst jetzt 100 Bergarbeiter nicht mehr. Du kannst jetzt nicht zu allen Bergarbeitern sagen, mach eine Umschulung zum Fachinformatiker. Vielleicht jeden Zehnten. Und wenn ich mir überlege, wenn jetzt irgendwelche Fließbandarbeiter ersetzt werden durch irgendwelche Roboter-Dinger, AI nicht wirklich, irgendwelche Automatisierungssachen, dann fallen da vielleicht 10 Stellen weg und es werden 2 neue geschaffen für irgendwelche Techniker, die sich dann um den ganzen Automatisierungskram kümmern müssen. Aber wie gesagt, das könnte ich mir in Zukunft in so ziemlich allen Branchen, außer jetzt in der IT, vorstellen, dass es dort ziemliche, ja, so, wie soll man das nennen? Ansammlung geben wird an Leuten, die man dann nicht mehr braucht. Das hat jetzt weniger mit AI zu tun. Den Trend erkennt man in den letzten Jahren über schon. So, und wie das mit dem Thema AI aussieht, ich denke, im kreativen Bereich wird es ganz viele so AI-Retortenkunst und Texte und alles geben. Sieht man ja jetzt schon ein bisschen im Ansatz. Es ist aktuell auf allen möglichen Diskussionsplattformen die Pest, also nicht nur Bots, auch Leute, die in Stack Overflow keine Ahnung haben, aber Punkte sammeln wollen und dann einfach ChatGPT fragen und die Antwort reinpasten und sowas. Das ist mittlerweile nicht umsonst auf vielen Diskussionsplattformen untersagt, ChatGPT-Antworten zu posten. Weil das kann der Fragesteller selbst machen und das sorgt einfach für unglaublich viel Rauschen in diesen Diskussionsplattformen. Ja, sei es jetzt Reddit, sei es irgendwelche Foren, sei es beispielsweise die Home Assistant Community, die es letztens verboten hat, weil die Leute einfach hingegangen sind, haben eine Frage von jemandem in ChatGPT gepostet und dann in das Diskussionsforum die Antwort runter. Das ist natürlich komplett unsinnig. Also es wird auf jeden Fall sehr viele so Retorten, AI-Texte und Bilder und sowas in Zukunft geben. Aber ich glaube, dass es noch eine ganze Weile hin ist. Ich sage nicht, dass das nicht passieren wird, aber ich glaube, es ist noch eine ganze Weile hin, dass man von der AI was wirklich, wie soll man das nennen? Neues ist das ja schon. Was wirklich Originelles vielleicht, könnte man das so nennen. Was wirklich künstlerisch quasi Originelles mit tieferem Sinn sieht. Also das glaube ich, das wird noch eine Weile dauern. Es wird aber auf jeden Fall auf viele Bereiche Einfluss haben. Also da bin ich mir sicher. Irgendwie Weltuntergang prophezeien würde ich nicht. Es hat eh keinen Sinn. Selbst wenn man da total dagegen ist, es wird weitergehen mit der Entwicklung. Und wahrscheinlich sind wir dann in Deutschland wieder so damit beschäftigt, darüber zu diskutieren und das zu reglementieren und ein Ethikrat zu gründen und irgendwie kommt dann die neue Chat-GPT-EU-App, die keiner verwendet und wir werden da wieder irgendwie totalen Blödsinn wieder veranstalten, sodass wir wahrscheinlich in 10 Jahren wieder komplett abgehängt sind, was das Thema AI anbelangt. Also an so den IT-Standort Deutschland, da habe ich ja echt, auch was so die Rahmenbedingungen und sowas angeht, da wenig erwarte ich wenig Innovation in der Richtung. Wahrscheinlich werden wir es da so verkacken wie mit dem Internetausbau. Und in 10 Jahren werden wir uns fragen, guck mal da, in, keine Ahnung, in Afrika laufen die Plantagen jetzt automatisch mit AI-generierter Bewässerungsanlage. Und wir diskutieren auch im AI-Dschungel.
Ethikrat, ob man das machen sollte oder nicht. So. Naja. Es wird eh passieren. Gib uns mal einen Crashkurs in GitHub Actions. Könnte man tatsächlich mal machen. Gute Idee. Hast du die Apokalypse mitbekommen? Man kann Bilder, die mit einem Pixelphone geschnitten, zensiert wurden, teilweise komplett wiederherstellen. Du meinst, die verpixelt wurden, die Bilder, oder wie? Weil wenn das einfach schwarzes Rechteck auf dem Bild ist, dann kannst du das ja nicht wiederherstellen. Hä, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, wenn das Bild ist weg ist? Ist es weg? Oh, das muss ich mir jetzt mal angucken. Okay, ich als erste, was ich dazu gefunden habe. Google Pixel Exploit Reverse Editing Parts of Screenshots. Hä? Das heißt, die behalten den Original-Screenshot oder wie und editieren dann daraus neues Bild, oder? Ach so. Also, irgendjemand hat mit diesem Google Markup Tool. Also, okay, jemand malt mit dem Google Markup Tool seine Kredit. Aber wie soll das gehen? Ich meine, wenn die Datei doch wirklich gespeichert ist mit schwarzem Text drüber. Haben die in dem PNG noch irgendwie. Wie soll das funktionieren? Original wird weiter gespeichert. Ja gut, das Original ist doch egal. Wenn es ein Discord-Message ist. Oder ist das Original weiterhin in dem Bild mit drinne? Dass es quasi ein Bild ist mit einem Markup-Overlay. Also das ist quasi ein Layer ist und nicht eine neu, wie soll man sagen, neu gebackene Bilddatei mit dem Overlay drinne. Aha. Weil wenn ich das Bild jetzt screenshotte und speichere, dann ist das, da ist da nichts mehr mit Recovern. Ah, okay. Die haben das Neue an Anfang geschrieben und die Daten quasi hinten dran hängen lassen noch. Okay, das ist natürlich ziemlich fail. Ach, Google, Alter. Gut, dass ich das nicht verwende, Alter. Das geht aber auch dann nur. Das geht nur, wenn das Bild nicht weiter verarbeitet wurde. Also in Discord kann ich das hochladen. Ups. In Discord kann ich das hochladen, weil Discord verarbeitet das Bild ja nicht weiter, sondern Discord hostet quasi das Original-PNG. Wenn man das auf Twitter hochlädt, wird aus deinem abgeloadeten PNG ja ein neues PNG gemacht. Ich glaube, auf Twitter würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Also Twitter re-encodet das, glaube ich. Zumindest
Okay, ich bin mir nicht sicher, ob Twitter das re-encodet. Twitter löscht halt ein paar Sachen aus dem PNG, ja? Zum Beispiel EXIF-Informationen, von wo das Bild kommt und sowas. Also, sobald das re-encodet wird, ist das wahrscheinlich clean. Das ist der Twitter reprocess das. Ja. Okay, interessant. Also wenn man auf Discord seine Sachen gepostet hat, hat man ziemlich die Arschkarte. Ja, Discord macht das nicht. Discord hat's einfach stellt es einfach nur dar. Interessant, nee, habe ich nicht mitbekommen. Da bin ich ja wirklich froh, dass ich kein Google Pixel habe. Wie findest du JFrog Artifact? Es klingt nach Java. Da halte ich Abstand von. Ja, wir schauen es uns im nächsten Stream an. Wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Ich habe heute ein bisschen mit Google Cloud rumgespielt. Ich habe einen Google Cloud Autopilot Kubernetes Cluster angelegt. Per YAML einen Ingress mit Zertifikat und eine Managed Postgres Datenbank. Und ich muss sagen, das war erstaunlich einfach. Also ich habe schneller durchgeblickt als in Azure. Gut, von AWS fange ich gar nicht mehr an. Bei AWS heißt das Zeug ja random. Einfach nur. Also AWS-Services müssen immer so benannt sein, dass du vom Namen keine Rückschlüsse drauf ziehen kannst, was es eigentlich ist. Ja. Also AWS wäre zum Beispiel, wenn man, stellt euch mal vor, AWS würde Managed Prometheus anbieten oder so. Oder Managed Gitea anbieten. Dann würde das nicht bei AWS heißen. Ja, AWS Git, sondern, oder AWS Source Code, sondern es würde heißen Elastic Sea Monster oder sowas. Und dann denkst du dir, was zum Teufel ist Elastic Sea Monster? Und dann würde dir dann der Amazon-Vertreter sagen, na klar, das ist unsere Git-Hosting-Plattform. Das Zeug heißt gerne Elastic und dann Random hinten dran. Elastic, da hast du Fargate und solche Geschichten, wo man sich so denkt, was ist da bei AWS immer los? Warum benennen die das Zeug so komisch, dass man es nicht versteht? Also irgendwer mal ShitHub Enterprise gehostet? Nein. Hab ich nie. Ist wahrscheinlich auch Pain in the Ass, das zu hosten. Ich meine, GitLab ist schon bloated as fuck zum selber hosten. Da will ich gar nicht wissen, wie bloated as fuck GitHub erst sein muss zum selber hosten. Was mich ja persönlich interessieren würde, ist, ob GitHub immer noch auf Ruby on Rails Basis ist. Ich kann es mir schwerlich vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Teile noch in Ruby on Rails sind, so die sich irgendwie seit 10 Jahren nicht geändert haben. Aber ich denke mal, dass die interne Architektur von GitHub mittlerweile sehr modular ist. So Microservice-mäßig asynchron Daten verarbeitet werden. Mit Message-Queues dazwischen. Und ich glaube, davon ist relativ wenig noch in Ruby on Rails. Rate ich jetzt mal. Also würde ich erwarten. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Also früher war GitHub komplett Ruby on Rails. GitLab übrigens auch. Mittlerweile kann ich mir bei GitHub nicht mehr vorstellen, dass das noch viel Ruby on Rails drin ist. Was ist deine Meinung, Prediction zu dem Thema LLMs? Was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Language Models oder was? Ach, du meinst sowas? Ach, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich sollte es mal vielleicht komplett. Na ja, gut, da habe ich ja gerade schon was dazu gesagt.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, Programmieren ist eine kreative Tätigkeit und Fleißarbeiten beziehungsweise kontrollieren lassen beziehungsweise auch die AI fragen, so nach dem Motto, hey, was macht diese Methode oder schreib mir 3-zeilige Hilfetext für die Funktion und sowas. Dafür kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich gehe davon aus, dass es in vielen Bereichen Einzug halten wird als Unterstützung. Aber du brauchst immer noch jemand, zumindest zum aktuellen Stand und zum aktuellen Zeitpunkt, jemand, der das Ganze kontrolliert und der das auf Plausibilität checkt, was da rauskommt. Max, hast du ein Steam Deck? Meine Meinung dazu habt mir jetzt im Sale als. Nee, habe ich nicht. Ich habe aber was Besseres für mich gefunden, weil ich will ja nicht unterwegs spielen. Also Steam Deck will ich nicht unterwegs spielen. Ich habe mir eine Emulatorkiste gebaut letztens. Dieses Teil hier. Oh, wo sieht man es denn hier? Da. Das Ding. Das ist nice. Da kannst du sogar Wii-Spiele upscaled auf 4K spielen. Extrem Pog. Das. Blazingly fast, written in Rust. Natürlich. Natürlich. Warum sollte es für Seed nicht auch eine Rust Implementierung geben. Aber Projekt ist dead. Deadge Project. Das ist halt das Problem bei diesen ganzen Rewrites. Das sind dann immer so Single-Maintainer-Dinger, wo der nach ein paar Jahren keinen Bock mehr hat. Die Post Express. Ja. Wie gesagt, ich werde nicht erzählen, wo ich aktuell arbeite oder wo ich gearbeitet werden habe. In 2 Wochen. Werde ich euch nicht erzählen. Moin, schreibe seit ein paar Tagen mal bei einem großen Konzern meine Masterarbeit. Exzellent. Da bist du genau richtig. Hier sind noch mehr High-IQ-Leute im Chat. Im Data Science Forschungsbereich und ich bin schwer davon ausgegangen, dass alles perfekt laufen würde in solchen großen Unternehmen. Nee, auf gar keinen Fall. Warum hat er eine Flasche auf dem Kopf stehen? Oh, okay. Weit gefehlt. Umso größer die Unternehmen sind, umso mehr Blödsinn läuft da wahrscheinlich. Und umso bürokratischer ist es. Ich meine, ich habe jetzt noch nie bei riesengroßen Unternehmen gearbeitet. Also so mit 50.000 plus oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe bei großen Unternehmen gearbeitet. Also 1.000 plus. 2.000, 3.000 plus. Und da wird so viel Blödsinn gemacht. Und die linke Hand weiß nicht, was die andere machen. Das ist das Gegenteil von perfekt laufen. Vor allem hast du umso größer, das ist immer mehr Kleinkriege so. Zwischen dem einen Teamleiter und dem anderen Teamleiter. Und der Abteilungstyp will eher das Budget für seine Abteilung und nicht der anderen Abteilung. Also Großunternehmen werfen sich gerne selbst immer so Stöcke in den Weg. Also Stöcke zwischen die Beine.
Das liegt auch daran, dass du bei so großen Unternehmen so viele Leute hast. Die können ja gar nicht alle gut in ihrem Job sein. Guck mal, wenn du in einem Unternehmen bist mit keine Ahnung, 50.000 plus Mitarbeitern oder so, können doch gar nicht alle gut in ihrem Job sein. Da hast du einen ganz großen Teil Unfähiger auch am Start, mit denen du dich dann rumschlagen musst. Es lässt sich ja nicht vermeiden. Wie viele Tage noch am alten Arbeitsplatz? Ja, noch 2 Wochen. Ist dein Desktop vielleicht voll? Das Problem hatte ich auch schon. Ist dein Desktop voller Icons? Also nicht so wie meiner, sondern wie mein alter. Also ist der auch komplett voll mit Icons, dein Desktop? Lösch die mal, beziehungsweise verschieb die mal in einen Ordner. Ich hatte auch das Problem, dass mein Explorer, beziehungsweise auch das File-Browsing-Window übertrieben langsam war, als mein Desktop so voll war. Komplett leer? Nee, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube teilweise schon ein bisschen. Vielleicht kann ich ja in Zukunft den einen oder anderen noch nachholen, wenn es da jetzt komplett den Bach runtergehen sollte. Kannst du uns mal deine Skillliste in den Chat schicken? Nee, aber ich kann sie noch mal zeigen. Dann kannst du dir sie in Ruhe durchlesen. Im Wort. Macht nicht alles Sinn, was ich reingeschrieben habe. Ja, solche Sachen wird es geben in Zukunft, keine Frage. Bin ich mir sehr sicher, dass es Jobs geben wird, die quasi AI-Output grob überfliegen. Es gibt das jetzt auch quasi am Fließband, gibt es doch jetzt auch Leute, die nochmal Endkontrolle machen. So nach dem Motto, hier ist ein bisschen was schepp aussortiert, hier ist was oben abgebrochen aussortiert. Ich gehe stark davon aus, dass es solche Jobs auch geben wird für AI-Output. In Stellen, wo man feststellt, in Aufgaben, wo man in Zukunft feststellen wird, dass sich AI, also ich kann jetzt kein konkretes Beispiel sagen, ja. Also man wird in Zukunft sicherlich feststellen, dass sich für manche Aufgaben die AI zum aktuellen Entwicklungsstand gut dafür eignet, eine zufriedenstellende Qualität, also Output in zufriedenstellender Qualität zu liefern. So sagen wir mal, dass es zu 90% eigentlich passt, ja. Und an diesen Stellen wird das dann, oder vielleicht dann auch mit bisschen Training und Weiterentwicklung, 95%, dass der Output gut ist und gut passt. Und dann wird es garantiert Leute geben, die den Output auch nochmal nicht alles hundertprozentig, ja, durchlesen, sondern so querlesen und checken. Also je nach Lesen, ist jetzt in Anführungsstrichen zu setzen, weil es muss nicht zwangsläufig den Output lesen. Also es wird nicht zwangsläufig Text, der generiert wird, ja. Also das, was die AI quasi ausspuckt, beziehungsweise machen will, dass das nochmal auf Plausibilität und ja, irgendwelche Lücken und Probleme nochmal kurz durchgeguckt wird. Ja, sodass du dann quasi auch so die 5% Fehler eine Chance hast, das zu merken. Also ich gehe davon aus, sowas wird es in Zukunft geben. Wann kommt deine neue Folge? Was musst du für deine... Das ist eine gute Frage. Die Sachen kamen nicht so gut an. Ich weiß nicht, ob ich da noch was zu erzählen soll. Keine Ahnung. Ich habe 2 Videos gemacht. Ich fand die gut. Ich fand auch, dass das wichtig ist. Glaube, in dem einen habe ich erzählt, dass man gut googeln gut googeln können muss. Also
Die kamen aber nicht so gut an, die Videos. Also wahrscheinlich werde ich da keins mehr machen. Zur Zeit für IT-Mythen. AI Edition. Leute, wollen wir mal ChatGPT fragen? Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch eingeloggt bin. Nice, ich bin noch eingeloggt. Okay, gut. Okay, ich bin noch eingeloggt, dann können wir uns das, kann ich euch wieder anmachen. Hä? Oh nee! Hi. Ah nee, geht doch. Geht doch. Nenne mir 10 IT-Mythen. Wie könnte man das noch schreiben? Nenne mir 10 Unbekannte. Ja, im Edge ist schon GPT-4 am Start. Hier sind 10 unbekannte häufige IT-Mythen. Ja. Macs sind völlig immun gegen Viren und andere Malware. Ein privates Surfen im Cockpit, das hab ich sogar selbst schon mal in einem Video erwähnt. Ein höherer Megapixelwert bei einer Kamera bedeutet, ja, die Deinstallation von nicht. Internet Explorer ist der sicherste Browser, weil er von Microsoft kommt. Gibt es wirklich jemand, der das erzählt? Dann machen wir jetzt. Tja, was wie? Wie kann man ChatGPT jetzt fragen, ob man das. Magst du C++? Ja, okay. Nenne mir 10 IT-Mythen, die nicht jeder kennt. Hier sind 10 weniger bekannte IT-Mythen. Das Ausschalten. Moment, was? Das Ausschalten des PCs kann das BIOS beschädigen. Niemand hat das jemals irgendwo behauptet? Habt ihr das schon mal irgendwo im Ansatz gehört? Die Verwendung von WLAN kann Risiko zu Kopfschmerzen und Gehirnkrebs erhöhen. Das ist wohl wahr, ja. Das ist tatsächlich ein verbreiteter Irrglaube und 5G erst. Oma, was hat 5G mit Bill Gates zu tun? Und ist 5G schädlich? Es gibt eine Verschwörungstheorie, alles klar. Okay, wir lesen uns gleich durch. Ja, ich habe jetzt auch 5G auf dem Handy. So, was hat denn das? Wenn Sie Ihre Daten von einer SSD löschen, sind sie unwiederbringlich verloren. Naja, so sehr Mythen ist das gar nicht. Also es ist ungleich schwerer, natürlich kommt das auf das Filesystem ein bisschen an, aber es ist ungleich schwerer, von einer SSD-Sachen zu recovern als von einer Magnetfestplatte. Wenn Sie einen USB-Stick an einen anderen USB-Port anschließen können, das hat nie jemand behauptet. Die Verwendung von Kaffee als Flüssigkeit zum Kühlen von Computern kann die Leistung verbessern. Niemand, ChatGPT fantasiert sich wieder irgendwelche Sachen zusammen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay, es gibt eine Verschwörungstheorie, die behauptet, dass Bill Gates und 5G zusammenhängen. Diese Theorie behauptet, okay. Okay.
Kennst du Obamas Echsenmensch Bodyguard? Das Allerwichtigste. Alles klar, ChatGPT erklärt's uns. Es gibt keine Beweise für die Existenz von Echsenmännchen. Wie jetzt? Ich dachte, das ist allgemein anerkannter Fakt. Warum sagt Chat, warum? ChatGPT muss sich einfach mal unabhängig informieren im Internet. Dann wüsste es auch, dass es Echsenmenschen gibt. ChatGPT, kein Plan von der Realität, Mann. Echsenmenschen gibt's nicht, was die uns wieder erzählen wollen. Genau. Beweise mir, dass es keine Echsenmenschen gibt. Reptiloiden, alles klar. Ja, es ist unglaublich schwierig, jetzt mal Spaß beiseite, es ist unglaublich schwierig, das Gegenteil zu beweisen. Also es gibt natürlich gerade mathematische Sachen, kann man teilweise das Gegenteil beweisen, so nach dem Motto, gibt es nur eine endliche Anzahl von Primzahlen. Und das kann man dann widerlegen, indem man sagt, man kann quasi neue konstruieren und deswegen gibt es unendlich viele und die Annahme ist falsch, dass es... Aber insgesamt ist es schwierig, Sachen zu negativ beweisen. Ich meine, es ist unglaublich viel schwieriger, das Gegenteil zu beweisen von einer Behauptung, als für denjenigen, der die Behauptung aufgestellt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Leute, wusstet ihr, dass ein Stück Kacke von mir um die Erde kreist im Weltall? Dann würdet ihr sagen, Max, das ist aber ganz schön weit hergeholt jetzt. Aber könntet ihr mir wirklich das Gegenteil beweisen, dass kein Stück Kacke von mir um die Erde kreist? Ist ganz schön schwierig, das Gegenteil zu beweisen, oder? Die Behauptung aufstellen kann ich relativ easy. Das Gegenteil beweisen könnt ihr im Endeffekt fast gar nicht. Wie wollt ihr das machen? Und selbst wenn ihr ins Weltall fliegt und nachguckt und ein Stück Scheiße findet und analysiert biologisch und feststellt, das ist nicht von mir, dann kann ich immer noch sagen, ihr habt einfach nicht am richtigen Ort geguckt. Also das Gegenteil zu beweisen ist oftmals gar nicht möglich. Deswegen ist es ja auch normalerweise so, dass derjenige, der was behauptet, das beweisen muss. Oder das beweisen sollte, dass man ihm Glauben schenkt, ja. Das ist oftmals, was bei so ganzen Verschwörungstheorien immer so ein bisschen rumgedreht wird. So, wir behaupten das jetzt einfach mal. Und du kannst auch nicht beweisen, dass es nicht stimmt. So, das ist aber halt der bescheuerte Ansatz, weil wenn wirklich irgendjemand behauptet, Obama ist ein Echsenmensch oder Obama hat ein Echsenmensch-Bodyguard, dann ist das erstmal so eine wirrer Claim, irgendwie so wirrer Annahme, dass er jetzt zumindest mal ein bisschen in Vorleistung treten müsste und so einen Beweisansatz zumindest mal bringen müsste, warum das so ist. Ansonsten kann er einfach sagen, ja, ich weiß, dass es so ist, beweis mir doch, dass es nicht so ist. Ja, das kannst du ja nicht. Wie willst du das machen? Es gibt einige, die haben mit ChatGPT schon Bewerbungen automatisiert und bewerben sich mit individuellen Bewerbungen. Ja, also das ist das, was ich vorhin meine. Ich gehe davon aus, dass es ganz viel so AI-Retortentexte und Bilder in Zukunft geben wird. Die auch teilweise schon richtig nervig sein werden. Wie gesagt, in Diskussionsforen, auch auf Reddit, in der Homo-System-Community, überall ist es die Pest, überall wird ChatGPT-Antworten gepostet. Das konnte der Fragesteller doch selbst.
Das ist wirklich ein Bereich, wo ich sage, okay, da verstehe ich, wenn man sagt, AI-Antworten unerwünscht. Was nicht dagegen spricht, dass man nicht eine gute Antwort postet, in die vielleicht Sachen eingeflossen sind, die man von der AI hat. Oder man die Antwort weiß, keinen Bock hat, den Text selbst zu schreiben, ist der AI erklärt und sie schreibt einem einen Text, sowas. Das ist ja dann okay. Aber so dieses, ich paste die Frage aus dem Diskussionsforum in ChatGPT und paste dann die Antwort dann wieder dazu rein, ist einfach nur sinnlos Spam zum größten Teil. Ja, habe ich schon gesagt. Also ich habe da keine Verwendung für. Aber meine Emulator-Kiste benutze ich trotzdem gerne. Würdest du sagen, dass ChatGPT eine starke AI ist? Ja, würde ich. Das ist die beste AI, die wir bisher zustande bekommen haben. Hat sich dein Lebensstil durch höheres Gehalt geändert? Nö. Das ist ja das Ding. Ich gebe so gut wie kein Geld aus. Ich fahre nicht groß in Urlaub. Ich kaufe mir alle 5 Jahre einen tollen Rechner. Ich mache keine großen, teuren Kreuzfahrten oder Ausflüge. Oder kaufe mir teure Klamotten. Oder teure Autos oder sowas. Ich gebe kaum Geld aus. Ich habe noch nie viel Geld ausgegeben. Ich glaube, das ist so eine... Ja, das ist eher so eine... So eine Persönlichkeitsfrage. So. Also... Es gibt Leute, die... haben halt ein gutes Gefühl oder so, also das erfüllt die, wenn sie sich was Teures gekauft haben, und manche geben damit an, manchen reicht es auch einfach, es zu besitzen, es zu haben, sich anzugucken. Es gibt Leute, die stehen da drauf, sich Autos zu kaufen oder irgendwie mit einem Maßanzug rumzulaufen. Also, ich sag da gar nichts gegen. Das kann ja wirklich jeder machen, wie er will. Aber es gibt ja Leute, denen gibt das was, ja. Oder früher, als iPhones neu waren, mit dem iPhone in der Bahn zu posieren und sowas. Das ist halt... Gibt's halt Leute, so, die stehen so auf so materielle Dinger. So. Mir gibt das wenig. Ich freue mich über andere Sachen. Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich an irgendwas gebastelt habe und nach 3 Wochen geht's endlich. Das ist zum Beispiel was, da kann ich mich drüber freuen. Ja, oder ich habe irgendwas programmiert und es funktioniert genauso wie gedacht. Ich gucke mir irgendwelche neuen Technikgeschichten an und kann sie dann benutzen und... Es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also materielle Sachen sind mir eigentlich ziemlich wurscht. Das heißt nicht, dass ich gar kein Geld ausgebe, gell? Also, ich meine, ich habe mir letztens erst ein Auto gekauft, weil das alte nur wirklich schon ziemlich im Arsch war. Ich gebe schon ab und zu Geld aus. Ich habe mir zu Weihnachten im Dezember einen neuen Rechner gekauft, aber ich habe mir auch seit 5 Jahren erstmal wieder einen neuen Rechner gekauft. Ja. Was sind noch so deine Ziele im Leben? Soll ich dir jetzt mal ganz ehrlich sagen? Oder soll ich euch sagen, was meine Ziele sind? Meine Ziele sind, möglichst alt zu werden. In einem... Ja, wie soll ich sagen? Möglichst gut im Zustand... einem möglichst guten Zustand, möglichst alt zu werden.
und in dieser Zeit möglichst viel das machen zu können, worauf ich Bock habe. Das kann sich ändern, worauf ich Bock habe, ja. Aber das ist mein Ziel. Ich möchte nicht mein Leben mit Arbeit unbedingt verbringen die ganze Zeit oder mit irgendwelchen nervigen Sachen. Das sind Dinger, dafür gebe ich zum Beispiel Geld aus, ja. Also, wenn ich die Auswahl habe zwischen, gehst du jetzt noch mal raus ins Geschäft und kaufst das oder bestellst bei Amazon? Dann bestelle ich es bei Amazon, auch wenn es 5 Euro teurer ist. Einfach weil ich keinen Bock habe, mich zu bewegen und Zeit darauf zu verschwenden. Ja. Oder ich würde mir auch, wenn das ja zur aktuellen Lebenssituation passt, würde ich mir auch ein HelloFresh-Abo oder sowas holen, dass ich mal einkaufen gehen müsste oder einen oder Rewe mit Lieferservice bestellen, was auch immer. Also alles, was mir Arbeit abnimmt, die ich nicht gerne mache, dafür gebe ich da auch mal ein bisschen Geld aus. Aber ansonsten, ich möchte möglichst alt werden, in einem Zustand, dass ich was von hab und in der Zeit so viel wie möglich machen, worauf ich Bock hab. Worauf ich Bock habe, kann übrigens auch sein, ich meine damit jetzt gar nicht super hochgesteckte Ziele, ja. Worauf ich Bock habe, kann auch sein, dass ich einfach mal einen kompletten Tag mich hinsetze und MMO-Kreiselgrind mache. Das zählt für mich auch dabei, wenn ich Bock habe. Und das Gute ist, was wirklich nice ist, wo ich mir zumindest denke, ich meine, ich werde jetzt 39, ich bin jetzt nicht mehr extrem jung, aber als auch noch nicht steinalt. Ich werde bald 39 in ein paar Monaten. Ich denke, da habe ich es echt ganz gut mit 39, also schon mit 39 schon. Ich habe genug Kohle, dass ich im Prinzip alles machen kann, was ich will. Ich arbeite nur 4 Tage die Woche, das heißt, ich habe relativ viel Zeit, auch das zu machen, was ich will. Das in Kombination mit genug Geld ist natürlich auch nice. Ich habe ein Haus. Ich kann eigentlich. Ich habe einen YouTube-Channel. Ich mache Twitch-Stells. Habe da noch ein bisschen nebenbei Einnahmen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich weder YouTube noch Twitch. Auch wenn ich natürlich gerne eure Prime-Subs nehme. Aber ich muss sagen, dass ich weder YouTube noch Twitch mache, weil ich irgendwie da mir die große Kohle von verspreche. Wenn ich mir davon die große Kohle versprechen würde, dann würde ich das anders machen. Also wenn ich die große Kohle damit mache, dann würde ich auf jeden Fall deutlich mehr Collaborations machen. Würde ich auch Leute anschreiben, so nach dem Motto, hast du nicht mal Bock, wollen wir nicht mal. Es ist ja aktuell eher so, dass ich sage, ach nee, lass mal. Kein Bock. Viel mehr Collaborations, viel mehr Videos, viel mehr aktuelle Trends. Aber habe ich überhaupt keinen Nerv drauf. Das ist auch sehr beruhigend, dass ich mir immer sagen kann, sollte mir was auf der Arbeit auf den Sack gehen, ich müsste es nicht machen. Ich habe erstens genug Geld und zweitens immer ein Dach über dem Kopf und drittens noch einen zweiten Job, was Twitch und YouTube angeht, wo ich mehr machen könnte und auch so nicht morgen unter der Brücke schlafen müsste. Und umgedreht, wenn mir Twitch oder YouTube auf den Sack geht, denke ich mir, na gut, ich muss es nicht machen, es reicht ja auch so. Ja, also nee, mein Lebensstil hat sich nicht wirklich geändert. Doch, ich habe jetzt kein Opel Agila mehr. Ich habe jetzt ein Fiat 500e. Kein agiler Lifestyle mehr. Also nee, hat sich nicht. Man kann das selbst natürlich vielleicht ein bisschen schlecht beurteilen, aber ich würde sagen, hat sich nicht. OnlyFans, nee, 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 nee. Wenn schon, nur Fansly. Nur Fansly. Lol.
Vor allen Dingen fängst du unfähige Leute in großen Unternehmen meistens auf. Das stimmt, das stimmt. Wenn ich mal bei uns rumgucke, es gibt da schon einige Leute, wo ich mich frage, was ist eigentlich die Daseinsberechtigung? Lustiges Meme gerade gesehen. Ich traue mich nicht drauf zu klicken im Stream. Macht es jetzt auf dem zweiten Bildschirm auf. Das ist wirklich nicht schlecht. Zufallsgenerator, Math Random, Wagenreihungs-Api. Das ist schon, das ist nicht übel. Mein Lieblings-Random-Meme ist immer noch das von Debian. Dieses Debian Random Generator Meme mit diesem Return 5 oder Return 4. Def Random Return 5. Da war doch vor ein paar Jahren mal, falls sich da noch jemand dran erinnern kann, gab es doch einen Bug unter Debian im Random Generator, dass SSH-Keys irgendwie nur noch 60.000 verschiedene generiert wurden oder sowas. War ziemlich fail. Ist der Laptop schwerer, wenn die Festplatte voll ist? Das ist eine gute Frage. Das ist so eine. Fragen wir doch mal. Nein, die Festplattenkapazität eines Laptops oder es geht um das Gewicht. Ach so. Hat keinen Einfluss auf das Gewicht des Geräts. Das Gewicht der. Ja. Also die Festplattenkapazität selbst hat schon Einfluss potenziell auf das Gewicht, weil da sind mehr Scheiben drin. Also so ganz korrekt ist die Antwort nicht. Aber die Festplatte ist natürlich nicht schwerer, wenn sie voll ist. Aber das ist eine gute Frage, um AIs zu testen. Wie gesagt, mein neuer Handyvertrag hat auch 5G. O2 hat das jetzt ja endlich hinbekommen. Stellt euch das mal vor, Leute, ne? Richtige Pepega ist bei O2. Aber sie haben es geschafft. Hat nur lange gedauert. Hat fast 4,5 Tage gedauert. Ich habe auch schon mal eine Ölkühlung für den Rechner gesehen. Schon bevor es das mal beim Bauer gab. Das ist halt auch so was Unsinniges. Ja, für ChatGPT-4 musst du 20 Euro oder 20 Dollar im Monat bezahlen.
Was kannst du derzeit an Games empfehlen? Das Dead Space Remake. Das ist wirklich nice. Ich muss sagen, ich fand das Original trotzdem besser. Einfach weil es das Original ist und damals halt was ganz Neues war. Aber es ist ein gutes Remake. Kann man sich echt mal wieder geben. Vor allem, wenn ihr noch nie Dead Space gespielt habt, kann ich das Dead Space Remake wirklich also zu 90% empfehlen, wenn euch Third-Party-Shooter und ein bisschen Horror-Einschlag gefällt, ist das Dead Space Remake ist wirklich gut. Nö, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe überhaupt keinen Bock, irgendwie groß hinzufahren. Ja, okay, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwo hinfahren. Stimmt eigentlich. Es gibt ja nur 50.000 Menschen auf der Welt. Reichen 60.000 SSH-Keys auch locker. Kann mir jemand vielleicht erklären, wie ich den Fehler 4000... Den was? Was ist der Fehler 4000? In Twitch? Also in Chromium kann sein, dass du Codec-Probleme hast. Je nachdem, was für ein Chromium-Build du dir runtergeladen hast. Es gibt ja Chromium-Builds ohne Media-Codecs. Und dann geht das Stream nicht. Was war denn jetzt eigentlich bei O2? Ich weiß es nicht. Das werden die mir auch nicht sagen. Easy. Also wenn du ganz furchtbar schnell bist und der Rechner gerade nicht viel verbraucht, kann ich mir das durchaus vorstellen. Wenn du schnell bist. Wenn du schnell bist und der Rechner gerade irgendwie bei 8 Watt oder so rumeidelt. Könnte ich mir vorstellen, dass das möglich ist. Wenn du wirklich schnell bist. Probier es mal lieber mit einem Schalter. Den Schalter dann quasi klick, klick, so ganz schnell. Das könnte vielleicht gehen, aber. Also, es ist eher unwahrscheinlich, aber es könnte schon sein. Also, wo es auf jeden Fall geht, ist, wenn es nicht der PC ist, sondern Microcontroller. Also wenn man zum Beispiel einen ESP32 hat und den an so einem fetten Klotz hängen hat an der Steckdose, dann kannst du ohne Probleme das Ding quasi aus der Steckdose ziehen und der ESP läuft irgendwie noch 10 Sekunden weiter. Mr. Amek, danke schön für den Sub. Nice. Leute, ich bin ja pünktlich um 22 Uhr fertig mit Chat lesen. Nächsten Stream probieren wir CTR aus, würde ich sagen. Bin gespannt, wie das mit Container Registry und GitHub Actions aussieht. Leute, wollen wir mal wieder gute Nachtmusik machen? Moment, das ist nicht das Original.
Ist das seriously keine? Das ist nicht das Original. Warum gibt es den Soundtrack von einem 14, Moment, von einem 17 Jahre altem Spiel nicht mehr? Ja, das hier. Ja, die haben eine eingebaute Registry. Wann nächster Stream? Die Tage. Ich kann es dir noch nicht genau sagen. Würde sagen, jetzt ist Bedtime. Ja, dann schlaft mal gut, Leute. Falls ihr jetzt auch pennen geht. Geht ihr jetzt pennen? Es ist immerhin 22 Uhr. Manche werden jetzt erst richtig wach. Nee. Ja, dann. Na gut, bis dann, Leute, macht's gut. See you.